Karl-Heinz Buschi. In wenigen Augenblicken rollt der Ball zum ersten WM-Gruppenspiel der Chilenen bei dieser WM in Brasilien. Haben die Überraschungspotenzial? Ja, aber ich glaube, die werden erstmal hinten dicht machen. Das ist so das, was ich erwarte, wie auch vom Gegner. Kein Spektakel, glaube ich. Ja, normalerweise wirkt das souveräner, aber die Hauptsache ist, der Ball ist weg. Sanchez. Diaz. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Vargas. Sanchez. Jetzt könnte er in die Mitte abspielen. Valdivia. Diaz. Medel. Diaz. Alexis Sanchez. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Die verstehen sich blendend. Diaz. Medel. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Und nun Arturo Vidal. Vargas. Der Verteidiger schon fast ein bisschen Panik in den Augen, aber bitteschön, der Ball ist... Achtung! Was sagt der Torwart? Er sagt, hier ist Endstation. Ecke für Chile. Klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Medel. Marcos González. Vargas. Können Sie die Flanke verwerten? Hat aber wirklich nicht viel gefehlt. Ei, war das knapp. Das war schwach gemacht. Es gibt Einwurf. Xabi Alonso. Und Achtung, genau hingeschaut. Negredo. Und so einfach war der Ball gar nicht zu halten. Xabi Alonso. Jordi Alba. Negredo. Achtung, jetzt! Da passte ja überhaupt nichts zusammen bei diesem Schuss. Diaz. Marcos González. Mina. Arturo Vidal. Medel. Sanchez. Vargas. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit.
jetzt ins Tor. Klasse Parade vom Torwart, der lässt nichts anbrennen. Die Tore sind noch im Sack und der wird in der zweiten Halbzeit ausgeschüttet. 0:0, das ist der Pausenstand. Also das war ja wohl gar nichts in der ersten Halbzeit. Nee, also ich bin auch total... Der Schiedsrichter kommt noch mal raus zu seinen Assistenten. Alles in Ordnung. Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Valdivia. Maurizio Isla. Der Ball kommt gut rein. Trotzdem ist der Gegner zuerst dran. Iniesta. Negredo. Abwehr steht sicher, fängt die Flanke ab. Diaz. Vargas. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Sanchez. Nicht abprallen lassen, nicht fallen lassen. Festgehalten. Super. Eine unpräzise Flanke, da stellt die Verteidigung vor keine Probleme. Oh, da gehen sie aber jetzt ein Risiko ein hinten in der Verteidigung, auch wenn hier auf Abseits entschieden wurde. Jetzt also die Auswechslung, das gute Recht des Trainers, noch mal was Neues auszuprobieren. Vielleicht gibt es hier doch noch den entscheidenden Treffer. Da hat kein Mitspieler eine Chance, an diesen Ball heranzukommen. Was machen die eigentlich im Training? Maurizio Isla. Valdivia. Diaz. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Sanchez. Jordi Alba. Xabi Alonso. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Ganz schnelle Entscheidung, Foul, aber Vorteil. Perfekt gemacht, gutes Auge vom Referee. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Sergio Busquets. Abeloa. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Das Unentschieden reicht nicht aus ihrer Sicht. Sie wollen hier das Führungstor. Beide Trainer haben sich entschieden. Frische Spieler brauchen die Teams. Und nun Arturo Vidal. Maurizio Isla. Alexis Sanchez. Das kann der Schiri normalerweise nicht durchgehen lassen. Sie wollen jetzt das Führungstor, ohne Frage. Und eine Auswechslung soll dabei mithelfen. Negredo. Und nun Arturo Vidal. Mein Gott, was hat er für eine Ausdauer. Es ist ja schon fast zu Ende das Spiel, aber er hört nicht auf zu laufen. Ja, und jetzt wissen wir, Manni, warum sie ihn die Pferdelunge nennen. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Valdivia. Absolut zu wenig. Sie wollen hier gewinnen. Medel. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Maurizio Isla.
Fernandes. Das schafft er nicht alleine und sie helfen ihm. Männer! Klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat. Den Ball noch abgefälscht. David Silva. Jesus Navas. So, nach 90 Minuten, liebe Zuschauer, steht es unentschieden.